So, bitte schön, einsteigen. Ja, vielen Dank. Wie geht's? Ciao, Francine. Ja, gut. Willkommen in meinem Reich. Ja, sehr ein luftiges Reich hast du. Sehr schön. Und ein Hausreich. Gell? Und jetzt geht's los. Mein heutiger Gast, Francine Jordi, kenne ich seit über 20 Jahren. Sie durfte wählen, wie wir heute unterwegs sind und holt mich mit dem Auto ab. Nicht zum ersten Mal. Wir waren ja vor 20 Jahren schon mal zusammen unterwegs. Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich erinnern. Du hast nämlich dann die Autoprüfung geschafft. Dann hast du gesagt, hey, du komm mit, die Prüfung geschafft und fahr auf Neuchâtel. Jetzt machen wir ein kleines Fertig, haben wir dann gemacht. Und zwar sind wir dann in irgendeinen Hogen rauf. Mhm. Und es war nämlich eine mega geniale Aussicht irgendwo an einem Waldrand. Und wir waren nicht einmal verliebt. Wir waren nicht verliebt. Wir waren nicht verliebt. Nein, aber nein, trotzdem haben wir einfach gedacht, jetzt müssen wir irgendwo auf einen Hogen rauf. Das kann feiern. Ja. Ja. Ja, aber fahren besser Auto, Männer oder Frauen? Also, ich weiss, es ist eine leidige Frage, aber es ist ja klar, oder, wer besser Auto fährt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich schon klar. Du siehst ja, jetzt wer wieder nebendran hockt, oder? Ist vor 20 Jahren schon so gewesen, und jetzt ist es auch wieder so. Du siehst ja, wer immer nebendran hockt. Der muss dir geben, der ist nicht schlecht. Stimmt, er ist sogar noch Prüfung länger als ich. Und dann haben sie nämlich nicht gehabt. Ja, selbstverständlich. Nein, ich glaube, ich kann ja nur von mir reden. Ich komme an allen Orten durch. Zwischen ihnen wird es wirklich sehr, sehr eng. Aber ich komme an allen Orten durch. Und es ist... Ich komme auch eigentlich jede Parkplätze hin, wo ich will. Aber da ist auch geholfen jetzt mittlerweile. Verstehst du? Mit der Rückwärtskamera, Vorwärtskamera, von oben noch eine Vogelperspektive. Da kann dir ja eigentlich fast nichts passieren heutzutage. Das ist ja grossartig. Ja, ich meine, Parkkrebel habe ich auch schon gemacht. Es ist einfach so. Also, wenn ich mal einen Antrag stelle, ich finde, die Parkgarage müsste ein bisschen breiter sein. Oder? Wir haben heutzutage einfach breitere Autos und ich finde, so ein bisschen breiter könnte man die einfach machen. Und wenn man neue macht, sollte man sich das überlegen. Nicht? Ich gebe dir recht, Tochter. Das finde ich im Fall noch cool, weißt du, an den Frauen. Wirklich? Ja, an den Frauen, da ist es eigentlich so, wie da kann jetzt irgendwie etwas passieren oder so. Da musst du nicht... Musst du dich nicht entschuldigen, weil sie ist ja quasi... Weißt, dir Männer, bei euch ist es dann immer... Wow, Riesenfehler. Wow, der fährt verdammt schlecht. Oh. Hast du gesehen, wie der hat da? Bei uns Frauen kannst du einfach sagen, ja, ich bin eine Frau, voilà. Dann ist dann schon alles entschuldigt. Also das heisst, ich bin eine Frau, ich kann so schlecht fahren, weil Auto fahren sowieso schlecht. Ja, nein, wir können super gut fahren, und wenn mal etwas passiert, was shit happens. Also dann ist einfach, kannst du sagen, ja, ich bin eine Frau, voilà. Hast du spezielle Rituale, wenn du in ein Auto einsteigst oder bevor du losfährst? Oder, keine Ahnung, tust du durchschnaufen oder echt rein und ab die Post? Nein, es geht schon rein und ab die Post. Aber es ist so, ich tue so alle halbe Jahr tue ich das Auto wechseln. Und das ist wirklich für mich immer so ein bisschen Emotion. Ja, musst du rennen? Nein, nicht rennen. Aber ich finde immer so, dann muss ich nach dem Auto wirklich mal so danken, in Gedanken. Und dann sagen, hey, es war cool, unfraufrei, es war eine schöne Zeit. Und du hast uns gut durch alles durchgebracht, ohne Pannen irgendwo. Das finde ich, das ist schon ein bisschen emotional. Verstehst du? Du machst wirklich mit dem Auto machen. Ich kann überhaupt nicht mit dir quasseln. Und Auto fahren, gell? Und Geschwindigkeit ist gut, Mann, ist schon gut. Ja, ich bin zu langsam immer. Der hinter uns nennt sich total. Und ich fahre so etwas unregelmässig. Ja, ist egal. Sonst singen wir dem dann noch ein Lied. Ja, aber normalerweise fahre ich nicht so. Aber jetzt mit dir schon. Also. Jetzt haben wir noch bei uns in meiner Fragerunde ein kleines Spiel einbauen. Ach so, genau. Aber muss ich mich auch konzentrieren? Nein, du musst dich sowieso nicht konzentrieren. Wir fahren mit spielen. Also, Runde 1, es geht los. Jordi. Darf ich mal wissen, was wir überhaupt spielen? Ja, entweder oder. Ach so. Entweder oder. Ja, legen wir los. Jordi oder Lehmann? Ja, beides. Das ist schon mal wieder eine Frage, die man startet. Man muss sagen, ach, Herr Pauli, darfst du mich schon duzen? Gibt's ja gar nicht, oder? Wir sind wieder beim Sie angelangt, das hört sich beides, ich bin beides. Also gut, beides. Schlager oder klassische Musik? Ja, schon lieber. Also mein Herz ist Schlager, das ist ganz klar. Pilotin oder Sängerin? Ja, schon Sängerin.
Also Pilotin ist für mich, das wäre einfach so ein Nervenkitzel gewesen und Adrenalin als Militärpilot. Die ganze Ausbildung zu machen, das wäre super cool gewesen, aber ja, singen, das habe ich immer gemacht und das hat mir immer unglaublich viel Spass gemacht. Stadt oder Land? Ah, ich will Land, ey. Live oder Playback? Ja, live. Immer. Live. Letzte Frage, Musiker oder Radfahrer? Musiker? Nein, schau jetzt, Musiker oder Radfahrer? Ich nehme Sportler. Das ist schön. Der goldene Mittelwert. Super, oder? Sehr gut. Sportler finde ich super. Ich danke dir. Ah, meine CD. Ah, die kannst du jetzt schon von vorne zeigen. Da kann ich jetzt ein bisschen Werbung machen. Kennt ihr die? Ja. Ich habe mich immer als Notfall mit ein paar Autogrammkarten immer dabei. Was ich mich schon immer gefragt habe. Ja. Bei der Art Musik, die du machst, Schlager. Ja. Wie kommt man auf die Titel? Es gibt so viele Titel. Romeo und Julia. Gehen die Titel nicht mal aus? Nein. Zum Beispiel, da geht noch mehr. Das war bei meinem 40. Geburtstag. Da kannst du jetzt auch mitreden. Das ist fast wie einer geht. Noch rein. Ja, so crazy. So quasi, wo du überlegst, ja, sind wir jetzt schon durch mit dem Leben? Oder gehen wir jetzt noch, ist noch etwas da? Willst du jetzt noch etwas Neues ausprobieren? Oder bist du jetzt nur noch so am Leben ableben? Da geht noch viel mehr. Die perfekte Nacht ist auch einer zum Beispiel. Das mit wem? Oh. Wir sagen mir nichts. Sagen wir gar nichts. Das sagen wir nichts. Sonst steht es irgendwo noch. Ja, sagen wir gar nichts. Aber was hast du für Sound noch? Weißt du, du singst dazu, weißt du, du kannst mitsingen. Hast du etwas, wo du kannst mitsingen? Das ist mal quasi, weißt du, jetzt so 1:1. Ich würde sogar auch mitsingen, wenn du etwas hast, wo man mitsingen kann. Ich würde mithelfen singen. Ja, aber was kannst denn du singen? Alles. Was? Ich habe alles! Du hast es ein! Ich bin allein! Ach, du bist noch gut! Kann ich mal auch ein Studio? Ich habe alles! Ich habe alles! Lebe ein Tag nach dem anderen! Es ist eine Kick! Nay, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Despacito. Poquito, poquito. Favorito, baby. ¿Cómo? Hey, seriöse Frage, Carino. Es kommt noch etwas Seriöses. Also stell an, wir können nicht da so und er seriös. Also gut, Achtung, also, nicht lachen. Jetzt. Okay. Seriös. Sehr seriös. Also. Du hast eine schwere Zeit hinter dir, Franzi. Ah, du bist echt seriös? Ja. Ach so. Was mich so sehr beeindruckt, trotz dieser schweren Zeit bist du immer hergestanden und hast das absolviert, als wäre nichts. Und ja, als würde es dir echt gut gehen. So, wie macht man das? Und wie hast du das geschafft? Ja, also das war für mich halt wie ein Geschenk gewesen, dass ich das überhaupt machen konnte. Dass ich auf der Bühne stehen konnte mit dieser Therapie im Hintergrund. Und das war für mich eigentlich eine grosse Freude gewesen. Und darum ist das für mich nicht irgendwie ein Vorspielen gewesen von etwas, was ich nicht bin, sondern es war eben genau das gewesen, was ich bin. Dass ich auf die Bühne stehen konnte, dass ich das als Geschenk gesehen habe, dass ich das auch machen konnte in dieser Zeit. Und ich das total genossen habe, in dieser Zeit können singen, dürfen singen, dürfen für meine Fans singen. Und die haben mir dann noch so viel Kraft gegeben. Ohne dass sie das natürlich überhaupt gewusst haben. Aber sie haben einfach unbewusst, dass sie mich in dieser Zeit so unterstützt. Ich war einfach wahnsinnig dankbar. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was jetzt auf mich zukommt. Ich dachte, okay, jetzt gehst du einfach durch die Zeit durch. Und bin dann einfach für alles, was ich konnte machen in dieser Zeit, bin ich einfach unglaublich dankbar. Und habe mich einfach wirklich wie einen kleinen Golf gefreut daran. Man merkt, mit der Franzin könnte ich stundenlang reden. Aber irgendwann ist es Zeit zum Aufhören. Super. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Und schön, bist du dabei gewesen. Vielen Dank. Tschüss. Macht's gut. Du auch. Danke vielmals für alles. Und danke toi. Fahr vorsichtig. Bis gleich. Nicht wieder 20 Jahre, gell? Bin ich 60? Ja.